Hey Leute, wir begrüßen euch zu Pokémon Platin Nuzlocke Channel Together. So, ich habe ein bisschen offscreen gelevelt, als der Yellow nicht da war. Bei Togepi einmal bis 26 zu einem Togekiss. Bronzler auf 25, Like auf 30, Nessie auf 25 und Rio auch auf 30. Also auf einem normalen Durchschnittswert. Genau, und ich habe mein Porygon auf Porygon Z gemacht. Ja, er hatte vorher noch gar kein Porygon, er hat einfach die Stadt durchgesucht und hat einen Pokémon bekommen. Oh ja. Ich glaube, das haben wir auch aufgenommen, glaube ich. Nein, aber ich habe das ja gerade aufgenommen, wie man Porygon bekommt. Achso, okay. Ja. Porygon, ja, geben wir keinen Spitznamen. Nee, komm. So, hier jetzt der Porygon. Oh, Level 25, ist ja schon ziemlich stark. Das Porygon Z, das ist vom Typ normal, oder? Ja. Okay. Naja, legen wir Porygon Z mal ab. Ach, Porygon Z, ich mein Porygon. Ablegen. Oh mein Gott, ein Doppelkampf. Oh mein Gott, ein Doppelkampf. Doppel, Doppel, Doppelkampf. Kampf, Kampf, Kampf. So. Also ich weiß auch genau, was ich eigentlich vorhabe. Ah, jetzt fängt das erstmal. Ah, jetzt müssen wir erstmal rein, ne? Dieses. Oh. Und ich war in der Spielhalle und hab da ohne Ende Münzen gesammelt. Das war auch voll langweilig und ätzend. Wasserdüse. Ach, ich muss mal mein Tempo hochmachen hier. So. Jetzt hier der Doppelkampf, bei dem der bei Yellow schon gestartet ist, den fangen wir jetzt auch mal an. Den Doppelkampf? Ja. Wir sind ein Traumteam. Oh yeah. Alter, der hat einen Kadabra. Wie hat er das geschafft? Oh man. Keine Ahnung, sein Abra hat sich weiterentwickelt. Ne, Kadabra ist ja die Endentwicklung. Von Ding. Simsala ist die Endentwicklung. Abra, Kadabra. Abra, Kadabra, Simsala. In dein Gesicht, ne? Ach so, von hinten sieht er. Ah, scheiße, ich sehe sein Gesicht nicht deswegen. Ach so, okay. Verwirrt das Zubat. Klibunke, hab ich. Ne, ich hab keine. Egal, machen wir Flammenwurf. Ich bin der Papa. Metronom. Himmelhieb. Geil. Und dann ist Klibunkel auch besiegt und kommt in eine Schockwelle. Ich wollte erst Donnerblitz beibringen, aber dann hatte ich keinen Bock mehr Münzen zu sammeln. Ey. Boah, ist das ätzend, Münzen zu sammeln. Was sagst du? Oh, Sturm kommt. Flammenwurf. Boah, ich sag's dir, Togetic geht richtig ab. Das Pipi, Alter, das setzt so krasse Attacken ein mit Metronom. Himmelhieb, Hydro-Pomo, das trifft doch noch alles, ey. Also, was das Pipi von meinem ist, nach der zweiten Runde gestorben. Okay. Nimm deinen dämlichen Pokédex, pa! Ja, gib mir den Pokédex zurück, du Bastard. Oh yeah. Wir laufen den Typen von Team Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob alles ihm gehört. Hehehe, Randy, wie kann ich dir nur da? Yeah, machen? Yellow erhält VM2, fliegen! Oh, okay, dann gehen wir jetzt zu VM2, Leute. Oh, nein, yeah. Erstmal kommt Libelle! Mit seiner epischen Musik. Der Typ, der nie was macht. Ich habe gelesen, den gibt es erst seit Platin, ne? Hätten wir Diamant und Perl gespielt, wäre er nicht aufgetaucht. Wen? Ne, ja, dieser Libelle, dieser komische Polizist. Achso. Den gibt's erst seit Platin. Achso. Ja. Achso. Jetzt verstehe ich erst. Also ich weiß nicht, soll ich Ignonito leveln? Nein. Nicht? Nein, eigentlich nicht, ey. Aber ich stell vor, der geht voll ab, also.
Wenn er abgehen würde, ne? Ja, ich glaube, der hat keine wirklich tollen Attacken oder so. Kannst du es ja machen, du hast ja sowieso nicht so viele Pokémon. Wie hast du Togepi gelevelt, mit EP-Teile oder? Klar mit EP-Teile, das Vieh war auf Level 1. Ne, ich meine bis auf 25 oder wann, wie? Ich hab den, welches Level ich den trainiert, weiß ich gar nicht mehr. Ich hab den Rückkehr beigebracht und dann habe ich den später so fett trainieren können. Was für ein Level ist jetzt Togekiss? 26. Und auf was für ein Level hat sich das hier entwickelt? Ich glaube auf 22 war's. Mit Freundschaft, oder? Ja. Scheiße. Ja, ich hatte die ganze Zeit diese Sanftglocke dann an am Ende. Ja, aber ich habe das jetzt Scharniere gegeben. Deswegen. So, VM Fliegen erhalten, schön. Wie funktioniert das mit Freundschaft? Muss ich das kämpfen oder einfach jetzt? Ja, damit du rumlaufen, kämpfen. Es darf nicht sterben, darf es ja sowieso nicht. Und es geht auch viel Freundschaft, wenn es einen Arenaleiter besiegt und so. Aber ja. So ist das. Also was viel bringt, ist eben auch einfach nur mit den Pokémon an erster Stelle rumlaufen. Das gibt ja auch mehr Freundschaft. Hier oben liegt doch irgendwo ein Pokéball, oder? Ne, andere Seite. Yeah, sag ich doch. Der Yellow weiß das bestimmt gar nicht, dass da ein Sonderbonbon liegt. Wo? Ja, oben am Galactic-Gebäude links. Galactic-Gebäude? Meinst du das große? Ja. Ja, das hatte ich schon. Alter, wo bist du? Also ich bin jetzt im Galactic-Gebäude. Ja, ich auch. Welchen Weg gehst du? Ja, so normal. Ja, rechts. Muss man sogar. Weil da ist ein Teleporter. Hey, da kommt man gar nicht rein, oder? Hey, wieso funktioniert der Teleporter nicht? Oder endet man da am Ende? Wow. Lol, hast du gecheckt, was man machen muss? Wieso funktioniert der Teleporter nicht? Ja, keine Ahnung, das habe ich mich auch gerade gefragt. Müsste man bei Libellen noch irgendwas machen? Ich glaube, ich gehe links mal. Ja, da war ich auch gerade, aber irgendwie war da nichts. Nicht? Nö, also keine Ahnung. Komisch. Ja, kann wir müssen irgendwie so einen komischen Schlüssel finden. Wo ist denn der Schlüssel? Das ist die Frage. So, mal gucken, was sagt Libelle. Ich mach dir mir Sorgen um das, was ich in der Spielhalle aufgeschnappt habe. Wenn die Minute gehen, eine Waldburg transformiert. Ich denke, so ist ein Sinn, aber wir müssen es nicht. Ah, in der Spielhalle könnte was sein, okay. In der Spielhalle? Ja, weil der labert irgendwas von der Spielhalle. Also denke ich mal, in der Spielhalle geht irgendwas ab. Würde ja Sinn ergeben, oder? Aber müssen wir jeden ansprechen, oder? Natürlich sind die Kämpfe im Pokémon toll, sammeln wir Münzen, ist super. Ja. Ich glaube, ich weiß, wen wir ansprechen müssen. Okay, wen? Doch nicht. Ja, den Typen hinten. verdammt, ey, was müssen wir denn jetzt? Ey, kann man nicht sein, dass wir jetzt nicht weiterkommen, oder? Ah, warte mal, warte. Ich hab so eine Vermutung. Ich brauche einen Minzkorb, aber woher? Links aus dem Gebäude. Hä? Links aus dem Gebäude. Kämpfe, ja, super. Links? Ja, links. Links neben der Spielhalle ist ein Haus. Da kriegst du den. Okay, kann ich auch. Oder kann ich einfach weitergehen? Kann ich sagen, interessiert mich nicht. Vom Clown? Lol, ich kann einfach weitergehen, ich bin auf Route 214. Ich glaube, man muss da gar nichts weitermachen. Da. Was da?
Ich bin einfach auf Route 214 jetzt gegangen. Du hast keinen Bock mehr, oder was? Ja, nee, ich glaube, den Schlüssel, den kriegt man da irgendwie gar nicht. Hm. Achso, unten, ne? Bist du rein? Ja, ich bin einfach unten weitergegangen. Alter, Tugge tickt richtig ab. Bam, Level 27, neuer Face, ey. Drifflon. Ja. Ja. Bronzel, komm. Los, Togepi! Gena! Ist jetzt auch Togepi drin? Ah. Hä, es schlug fehl, wieso? Was hast du reingesetzt? Gena. Ja, Gena, genau. Hm. Metronom! Alter, auf dich macht es nicht final oder so. Boah, das wäre hart, ey. Finsteraura, Alter, eine geile Attacke. So, Bronzel hast du gut gemacht. Kirlia. Metrono. Junge! Horrorblick! Oh mein Gott, was für eine Scheißattacke. Aquawelle. Oh mein Gott, Gedankengut, das gefällt mir gar nicht. Aber verwirrt, Saume. Alter, Aufruhr, was soll das? Schlammbombe, macht das mehr Schaden? Metronom! Oh mein Gott! Die mit seiner schwulen Gedanken, gut, das gefällt mir gar nicht. Oh Gott, Fahnenschuss. Oh mein Gott, Zauberblatt, nein! KO? Nein. Nessie hält viel aus, er hat Glück gehabt, ey. Messi? Nessie. Achso. Dein Ernst? Ja. So, Togetic, du hältst. Oh mein Gott, Togetic hält so locker das aus, einfach. Togetic. Spawn. La. Ey, hier kann ich ein neues Pokémon fangen. Das. Tun wir dann auch mal. So, Bronzel nach vorne, weil die Hypnose kann. Oh Mann. Und ich krieg ein Georock. Georock, ich hatte Kleinstein schon, oder? Doch klar, ich hab Kleinstein auf der Wand sogar. So, mal gucken, was können wir noch hier? Ein Rihorn! Cool. Was hast du bekommen? Rihorn. Echt? Jo. Alter, Drachenstoß! Togepi hat Drachenstoß gemacht. Wie süß. Alter, der macht immer weiter mit dem Death. Alter, das finde ich gar nicht in Ordnung. Oh mein Gott, Alter, ich hätte den fast getötet mit einem One-Hit. Passt doch. Primärball, Alter. Du bist ein Primärball wert, komm schon. Alter, Luftstoß! Und ja, Rihorn gefangen, Alter. Wie soll ich Rihorn nennen? Kirlia, was ist das nochmal für ein Pokémon? Rihorn, Stachler, Bodenstein, Größe 1 Meter, Gewicht 150 Kilo, seine mächtigen Tackles zerstören alles. Leider ist dies aber nicht das hellste Licht im Lampengeschirr. Ja, geil. So, okay, was sollst du wissen? Nee, passt schon. So, Rihorn kriegt den geilsten Namen überhaupt. Das heißt einfach nur Horn. Horn. Ich muss mal gucken, wie man da die letzte Weiterentwicklung kriegt. Ich glaube, dann behalte ich Rihorn sogar im Team. Togepi ist jetzt von Typ Geist, lol. Ja, nice. Eisstrahl! Aber bringt nichts. Alter, Killer ist zu stark. Echt? Ich hab das weggeklatscht. Mein Togetic. Ja, ich habe einen Togetic, ey, mit Schockwelle und Flammenwurf. Was ist los da? Ja, ich bin zwar nicht so wie... Oh, Zauberblatt, oh mein Gott! Das macht eigentlich... Nein! Togepi ist tot! Nein! Ach stimmt, hey, bei mir das kein Schaden macht, weil ich normal Flug bin. Ja, ja. Hä, hey, war Togepi war Typ Geist und Pflanze ist effektiv gegen Ding? Oder, hä? Keine Ahnung, eigentlich nicht. Das für ein Scheiß, Alter. Item geben. Egal, los, Porygons.
EP-Teiler. So. Oh. Ja, guck ich später. So, gehen wir weiter. Trainer-Kampf. Du wirst, ich schaff eine Münze und du triffst deine Wahl Kopf und wir kämpfen. Zau und wir kämpfen. Junge! Oh mein Gott, ein Goldini Level 30. Ah, ich hab Runzel noch vorne, verdammt. Hornbrocher. Sieht aber ganz nett. Ein Volltreffer. Trifft und ist Psycho, ne? Ist Unlichtflug, glaube ich. Ist Psycho dann effektiv? Gegen Unlicht? Nein. Oder Psycho? Ne, trifft ja, gar nicht. Ja, andersrum, ne? Ja, andersrum. Scheiße. Ja. Okay, wie tue ich rein? Chanera? Nein. Los, Rico! So, Togetic soll auf Level 30 kommen, also Level wir ein bisschen weiter. Und den brauchen wir unbedingt für die nächste Arena. Wen? Togetic. Für Wasser? Ja, mein Togetic kann eine Elektroattacke. Ah, mein Togetic. Voll traurig. Oh ja. Mann, mein süßes Togepi. Welches Level war das denn? 20. Okay. Ja, okay, es war eigentlich jetzt nicht so, aber. Ja, es war jetzt so, aber. Was ist denn egal? Weil welche Pokémon hast du überhaupt noch in deinem Team? Hast du überhaupt noch Pokémon? Ja, also. Tropius. Ja, Togepi ist jetzt tot. Warte. Alter, Togetic zerstört einfach alles. Kann ich Pokémon wechseln? Kann ich irgendwie. Ach, nein, eigentlich nicht. Ja, also man muss doch wissen, welche Pokémon man im Team hat. Ja, warte, ich muss gerade ablegen. Also ich habe noch mein Impoleon, mein Chanera, mein Porygon Z und mein Ignonito. Oh, Porygon Z kannst du Schockwelle beibringen, ne? Aber wollen wir Ignitus euch den. Ja, den tue ich als Opferlamm rein. Wunschtraum, ein Wunsch, der die KP aufhört. Muss man die Hälfte der KP werden in den nächsten Runde. Geil! Nein! Doch. Vor uns können nicht vergessen werden. Ey, jetzt muss ich Rückkehrer wegmachen. Das ist doch scheiße. Ja, weißt du, wo der Attackenverlierner ist? Ich glaube, in der Wasserstadt. Ja, das ist der Attackenbeibringer bei. Wofür du zwei, wo du Herzschuppen brauchst. Wir sind vorher bei 18, ne? Wo sind wir? Bei 18. Wie bei 18? 18. Minute. Achso, ja, ich bin im Kampf. Achso. Ah, ich bin jetzt fertig, ein Flammenwurf. Ja, warte, ich tu noch schnell die ganzen Bären pflücken. Ja, tu noch die Bären pflücken. Ja. Ja. Aber dann sollten wir irgendwo einen Trainer, ne? Machen wir mal hier ein bisschen. Oh, hier vorne ist ein verstecktes Item. Bist du fertig? Ja, ich warte nur auf dich. Ich bin auch fertig. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.